Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge fanden wir hier in dieser Höhle einen regulären Rätselschrein, wobei wir eigentlich den nächsten Schrein von Rivalis Ballade gesucht hatten. Hier in der Region vermuten wir ihn, wir haben ihn aber bisher noch nicht finden können. Und so würde ich sagen, suchen wir mal nach einem erhöhten Punkt und schauen uns um. Und ich sollte vorher nochmal einen Blick in mein Tagebuch werfen, welche Prüfungen wir eigentlich noch haben. Ah, okay. Und wir müssen dem guten Eldra noch ein Horn abluchsen und Lichtringe finden. Ah, dann... Hier fliegt doch auch Eldra rum in dieser Region, oder? Ich glaube schon. Moment. Doch. Der sollte sich hier schon rumtreiben. Okay. Dann suchen wir einen erhöhten Punkt auf. Muss das unbedingt hier sein, denn... Der Punkt war ja hier. Zumindest habe ich ihn hier erkannt. Wir fliegen einfach mal hoch. Das wird mir hier ein wenig zu spekulativ. Wir begeben uns, so gut es geht, nach oben. Ich hoffe, hier kann ich Rast machen. Sieht aber so aus. Yep. Einigermaßen zumindest. So. Und weiter im Text. Also wird wahrscheinlich hier die Hornabspaltung erfolgen. Denke ich mal. Sonst wüsste ich nicht, warum genau wir diesen Punkt bekommen haben. Aha. Ist das? Natürlich ist das. Die Musik ertönt und dieser Wind ist für einen normalen schon ein bisschen sehr stark. Und hallo, seht mal, seine Hörner leuchten sogar. Hallöle. Mist. Hilfe. So. Jetzt. Das sollte gehen. Und wie das ging. Aha, na sieh mal einer an. Da landet's. Sehr, sehr cool, aber das sollte es wirklich gewesen sein, denn ich meine, seine Hörner haben ja blau geleuchtet. Das heißt, das wäre das gewesen. Ein älterer Hornsplitter. Unu? Okay. Dieser Schritt wäre getan. Und die Frage ist, wie geht's nun weiter? Also meine einzige Theorie wäre, dass wir jetzt zu einem bestimmten Ort gehen müssen und dort die den Hornsplitter, ist ja nicht mal eine Schuppe, den Hornsplitter als Opfer darbringen müssen. Nur wo genau ist die Frage? Wir haben ja einen Punkt bekommen, also wird es dann wohl dieser sein. Aber da, wo wir waren, da war ja jetzt nicht unbedingt ein Altar oder so aufgebaut. Das war ja... triste Landschaft. Entweder war das nicht so ganz der richtige Ort, oder es ist halt einfach so. Wir müssen da auf den kargen, schmucklosen Fels den Hornsplitter hinlegen, um dann den Schrein erscheinen zu lassen. Vielleicht ist das ja so schmucklos und einfach. Aber es könnte schon mal ein Altar aus purem Gold sein. Das sollte doch schon drin sein, oder war dann... das Budget so aufgebraucht nach dem Hauptspiel. Na gut, ich glaube, die
Hyrule'schen Staatskassen sind auch ein bisschen leer derzeit. Denn das Schloss liegt in Trümmern und wird von einer fremden Macht beherrscht. Da kann ich mir vorstellen, dass die Wirtschaft im Moment eher ein wenig schwächelt. So, Sekunde mal. Genau, da war der Punkt. Da sehen wir uns nochmal um und im Falle des Zweifels müssen wir nochmal schauen, ob das wirklich der richtige Ort war. Ich gehe in die exakt falsche Richtung. Wie hätte es auch sonst sein können? Da haben wir noch was Interessantes. Was ist das so? Naja, immerhin ein Grog-Rätsel. Mhm. Danke, gesteinigt. Wundervoll. Oh, dreifach gesteinigt sogar. Dreifach genäht hält einfach am allerbesten. So, wie verfahre ich mit denen? Die ignorieren wir mal gekonnt. So, da geht's lang. Also gehen wir auch da lang. Der Wind spielt, oder eher gesagt weht, uns in die Karten. So weit, so gut. Da ist der Punkt, den ich mir markierte. Und besonders viel haben wir da halt nicht. Entweder das ist nicht der richtige Ort, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, oder vielleicht müssen wir... Nee, da hoch kann man ja gar nicht. Wäre da oben eine Plattform gewesen, hätte ich gesagt, dass man es vielleicht ganz oben dem Wind opfern muss. Aber wir legen es mal hin. Unsere Opfergabe wird einfach mal platziert. Vielleicht klappt es ja auf magische Art und Weise hier auf diesen Felsen. Ich weiß ja nicht. Also das wäre schon... Das sieht nicht nach einem professionellen, angemeldeten, genehmigten und lizenzierten Opfern aus. Nee, nee. Ich glaube kaum, dass dieser Ort in der offiziellen Liste der Opferstätten Hyrules gelistet ist. So. Nö. Wir sollten durchbohren und fassen. Und fassen. In die Hand nehmen. In die Hände. Nee, so einfach ist es dann leider auch wieder nicht. Nee, es hilft alles nichts. Wir müssen definitiv nochmal zurück zum Terminal. Und da werden wir dann hoffentlich nachvollziehen, was wir jetzt genau tun müssen. Wir haben das Horn durchbohrt und haben einen Teil des Hornes gefasst, aber irgendwie fehlt noch was. Ein Schritt muss noch gegangen werden, doch wir wissen nicht, was für einer. Ein Blick auf die kryptischen, schlechten Bilder wird hoffentlich einen kleinen Funken des Lichts in die Finsternis bringen. Die Finsternis der Ratlosigkeit. Okay, nein, so dramatisch ist es auch nicht. Oder ich muss es da drauflegen einfach. Das könnte auch sein. Vielleicht muss ich es hier in die Mitte legen. Daran habe ich gar nicht so gedacht. Aber was haben wir dann für einen Ort hier markiert? Einfach weil Eldra hier vorbeifliegt auf jeden Fall und von da aus gut zu erreichen ist? Oder weil er wirklich dann auch die Opferstätte ist? Wir probieren. Wir probieren es aus. Nee? Wohl doch nicht.
Ich bin nur froh, dass man die... Boah, guck mal, der ist aber auch groß. Ganz schön. Ist mir nie so aufgefallen. Sind die Schuppen auch so groß? Irgendwie? Hab schon länger keine mehr in der Welt gesehen. Deswegen vergaß ich, dass die eigentlich schon recht groß sind. Okay. Das ist also nicht des Rätsels Lösung. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, warte mal. Aber das... Da ist der Schlenker, da ist die Einbuchtung. Schlenker und Einbuchtung. Oder habe ich mich verguckt? Aber eigentlich ja nicht. Da haben wir diese Kurve und hier ist die Einbuchtung. Aber das sieht anders aus irgendwie. Und direkt von der Einbuchtung aus gesehen müssen wir... Aber das ist doch nicht so tief in der Formation drin. Wo soll denn das sein? Hier. Aber da ist kein... Nee. Wir haben doch nur so eine krasse Kurve. Also das sieht auf dem Bild aber anders aus alles. Da haben wir grüne Wiese und auf der anderen Seite schneebedeckte Berge. Das passt im Prinzip. Also wird es das wohl gewesen sein hier? Irgendwas ist hier anscheinend schon. Dann machen wir Folgendes. Wir legen hier endlich mal das Teleportsiegel hin. Und nachdem das vollbracht ist, doch, wollen wir schon, porten wir uns zurück zu dem Schrein der Beharrlichkeit und untersuchen die Gegend eben nochmal. Und wenn das nichts wird, schauen wir uns eben erstmal die andere Säule an. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Aber ich finde wirklich, die Bilder in Urbosas Ballade waren bisher wirklich am eindeutigsten. Da hat man wirklich recht schnell gesehen, wo man hin muss. Aber hier wird's zäh. So. Sehr schön. Er meldet sich zum Dienst. Ist ja auch seine Ballade, von daher kann er ruhig mal ein bisschen mithelfen. Der Faulpelz muss nicht sich hier komplett ausklinken. Oder hätte ich ihn einfach an einem bestimmten Ort treffen müssen? Ich hoffe mal nicht, denn das war ja definitiv nicht der Richtige. So, was gibt's hier? Auch wieder nicht besonders viel. Und das soll es jetzt sein? Ihn fassen. Den Hornsplitter. Aber wohin mit ihm? Wohin denn nur? Wo der Stein liegt? Vielleicht weiß man's in der Not. Tut man so einiges? Nee. Nö. Also das verstehe ich nicht so ganz. Es muss ja irgendwo einen markanten Ort geben.
Ein Altar eben. Oder ist das dann... Nee. Oder ist das die Einbuchtung? Aber da fehlt doch dann die Kurve. Es passt alles nicht so. Aber wir reisen zum Spaß einfach mal dahin und schauen uns an, was unter der Tabanta-Brücke ist. Denn hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube, das... Um diese Erkenntnis sind wir im Moment reicher geworden. Also schauen wir uns weiter um. Oder habe ich die Aufgabe falsch verstanden? Es gilt, ein Horn des Drachen aus Feuer zu durchbohren und zu fassen. Also durchbohren und aufheben praktisch. Also wohl doch an diesem bestimmten Ort. Doch, doch. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir den Drachen an der falschen Stelle erwischt haben. Wir müssen zu diesem Schlenker reisen, den ich ausgemacht habe, glaube ich. Genau. Zu dem hätten wir gemusst. Und da hätten wir den Drachen abpassen müssen. Und ihm einen Pfeil ins Horn jagen sollen. Auf das ein Stück davon absplittert und in unsere Tasche wandert. Da muss der Held spontan zum Räuber werden. Kukutia Schluchtplatz. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier für einen interessanten Steg? Und ihr seid... Rumpel die Pumpel. Grift. Oh, ich habe hier ewig niemanden mehr gesehen. Wer sich hier rumtreibt, muss hart sein wie eine Fuhre Eisen. Na, hast du den Mumm für eine gepflegte Runde Rumpelgolf? Bitte was? Du weißt nicht, was Rumpelgolf ist? Ein Ründchen und du willst nie wieder aufhören. Die Idee kam mir genau hier, in diesem Tal. Von daher eigentlich klar, dass du es nicht kennst. Es geht ganz einfach. Schlag den Ball so, dass er in das Loch bei der Flagge fällt, passt, landet. Oder so. Je weniger Schläge du dafür brauchst, desto höher deine Punktzahl. Ein Spiel, 20 Rubine. Denn wir wissen, wir bekommen nichts geschenkt im Leben. Auch du nicht. Bei Zweihandwaffen wie Hämmern fliegt der Ball ein ordentliches Stück. Da musst du aufpassen, dass es nicht zu weit wird. Einhandwaffen wie Schwerter geben dir mehr Kontrolle über die Entfernung, aber dafür musst du vielleicht öfter schlagen. Hau ruhig ordentlich auf den Ball drauf. Je mehr du draufhaust, desto weiter fliegt er. Wenn der Ball die Bahn verlässt, gibt's einen Strafschlag zur Schlagzahl hinzu und du kehrst zurück zum letzten Abschlag. Ich behalte deine Schlagzahl im Auge. Versuche den Ball mit 20 oder weniger Schlägen ins Loch zu kriegen. Wie du den Ball schlägst, ist egal. Am besten ist es, wenn er mit einem Schlag so weit wie möglich fliegt. Auch wenn der Ball nur einen kleinen Hüpfer macht, zählt das als einen Schlag. Ach, puh, das war eine lange Erklärung. Na, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Ja, wieso nicht? So, auf geht's, Rumpelgolf. Krieg ich doch schnell die 20 Rubine Teilnahmegebühr? Ich muss schließlich auch hin und wieder was essen. Ja, so gefällt mir das. Ich mach die Bahnstart klar. Ah, okay, das ist eine, oh, Golfbahn. Okay. Ja, ne? Bei den Goronen ist alles, eine Nummer größer. Aber meine Waffen will ich mir nicht so kaputt machen, wenn es geht. Dann legen wir den mal ab. Wir haben alle Zeit der Welt. Hier geht es wirklich nur um Geschicklichkeit. Wenn er von der Bahn abkommt... Dann gibt es Sanktionen. Gut zu wissen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich glaube, da können wir das schon mal so machen. Ich muss natürlich erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie schwer der ist
Und wie viel der verträgt. Okay. Die Hälfte bei Orange. Gut zu wissen. Dann vielleicht mal nicht ganz kerzengerade, sondern so ein bisschen. Ja. Nochmal Orange. Ja, aber mehr auch nicht. Ah, ja. Aber der verträgt schon ganz gut Kraft. Doch, doch. Okay. Da könnte ich dann ein bisschen abkürzen. Aber ich darf das auch nicht zu exzessiv machen. Oh, verdammt. Nee, das wollte ich nicht. Mist. Ah, und da ist er unten. Nee, nee. Huch, der Ball ist außerhalb der Bahn. Das gibt einen Strafschlag. Und du musst zurück zum letzten Abschlag. Hm, ärgerlich. Dann eben doch auf die sanfte Tour. Oder auf die ganz harte. Geht das? Wundervoll. Das wäre geglückt. Ja, ich denke, das ist drin, oder? Doch, doch. Die 20 ist schon drin. Wir gucken uns mal die Bahn an, die vor uns liegt. Den Teil. Okay, da geht's einfach kurvig bergab. Da können wir. Aber justieren kann man den nicht. Nee, dafür ist er zu schwer. Ah, die Goronen. Denken eben in größeren Dimensionen. Oder so. Denken eher nicht, aber leben. Ich glaube, das war nicht so klug, oder? Na doch. Hat funktioniert. Was man nicht alles so unter Brücken finden kann. Na, aber unter 10 kommen wir definitiv durch. Ich glaube, das könnte sogar der finale Schlag werden. Der finale Abschlag. Nee, so aber nicht. Nee. Nee, nee, nee. Wobei. Ist doch nochmal gut gegangen. So. Jetzt braucht er ein bisschen mehr Kraft, weil er da hoch muss. Aber Orange sollte genügen. Definitiv sogar. Und Jawolski. Saubere Arbeit. Lass mich schnell deine Schlagzahl ausknobeln. Na, guck doch oben auf den Zähler, Mensch. Ne, der ist ja nur für mich sichtbar. Und deine Schlagzahl ist 7. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da noch mehr geht. Wenn du erstmal den Dreh raus hast, wirst du sicher besser. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schlag oder so. Ein roter Rubin. Ha, mein Kennerblick verrät mir, dass du noch ein Ründchen den Ball dreschen möchtest. Na, hab ich recht, oder was? Oh ja. Ja, die kriegst du gerade wieder zurück. Aber das gefällt mir. Das habe ich nicht so verstanden. Er hat doch 20 Schläge gesagt. Hä, wieso hat er dann so getan, als hätte ich mich total blöd angestellt? Ah, der Herr weiß auch nicht, was er will. Aber jetzt wissen wir, wie viel das Bällchen hier verträgt und das ist eine Menge. Deswegen machen wir das mal so. Verfliegst. Der hat aber ganz schön Schwung gehabt. Vielleicht bekommen wir sogar jetzt 5 hin. Aber nee, wobei ich könnte den richtig anschubsen, dass der hier drüber fliegt. Das wäre natürlich super cool. Aber ich glaube, das geht nicht. Nur mit dem absoluten Maximum vielleicht. Nämlich dem hier. Und Jawolski, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da flog das Bällchen aber. Wie eine 1. Wie eine 0,5 sogar. Da kriegen wir doch locker 5 hin. Sagte er und endete bei 10. Nein,
Definitiv nicht. Ich glaube, da können wir wieder so eine Nummer wagen. Vielleicht nicht ganz so viel oder zerbricht. So ein Ärger aber auch. Und das. Perfekt. Eine Punktlandung. Saubere Arbeit. Und? Ist er zufrieden? 3. Du hast das Zeug zum Profi-Rumpelgolfer. Ich habe meine Schlagzahl nicht mehr im Kopf. Aber sie müsste ziemlich genau gleich sein. Jawohl. Du hast ganz neue Möglichkeiten für Rumpelgolf aufgezeigt. Immer wacker weiter so. Versuch immer neue Rekorde. Und einen Huni bekommen wir. Ha, mein Kennerblick. Nein, da trügt dein Kennerblick dieses Mal. Aber jetzt weißt du wenigstens, wie viel Laune so eine Partie Rumpelgolf macht. Ich bastle weiter an meiner Bahn. Kannst jederzeit auf ein paar Schläge wieder vorbeikommen. Sehr, sehr schön. Ein nettes Minispiel unter der Tabanta-Brücke. Ach gut, das war doch Balsam für die angespannten Nerven. Und jetzt verschreiben wir uns aber nochmal der Suche nach unseren beiden Zielorten. Beziehungsweise, doch, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal vielleicht um den anderen Schrein. Aber ich denke, doch, ich glaube, jetzt die andere Mission verstanden zu haben. Wir hätten Eldra von diesem markierten Punkt aus treffen müssen. Und dann wäre der Schrein erschienen. Ich glaube, so ist das gewesen. Aber wir können überprüfen. Ja. Oder? Wobei. Denn die Säulen zeigen ja immer in die Himmelsrichtung. Das heißt, ja, das könnte passen. So in etwa. Jetzt befinden wir uns aber im völlig verschneiten. Ja gut, ich denke, das könnte die Umgebung um den Hebra-Gipfel sein, wenn nicht sogar der Hebra-Gipfel, wobei, nee. Oder die Kalibar-Spitze. Das ist... Moment. Moment. Hier in die Richtung müsste ich... Was? Echt in diese Richtung? Moment mal, was? In die Richtung sollen wir. Nee, oder? Also zeigen die wohl doch nicht in die passenden Richtungen. Denn ins Nichts zu laufen, ist, glaube ich, nicht so gut. Und hier... Der Gerudo-Gipfel wird ja kaum gemeint sein. Da müssen wir gucken. Ah, guck mal, hier ist es aber auch so zerklüftet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Hebra-Gipfel, denn da haben wir auch so zerklüftetes hier mit dabei. Genau, guck mal. Weil das ist ja da auch rechts. Im Osten. Genau, guck mal. Da haben wir das Schneefeld. Das sollte, glaube ich, passen. Das untersuchen wir mal. Und hier gilt es, Ringe zu finden. Da schauen wir doch mal drüber.
und werden hoffentlich auf Anhieb fündig, aber doch. So kalt die Region auch ist, so heiß fühlt sich das auch an. So, wir sind zugefroren. Nicht nur eingeschneit, sondern zugefroren. Da müssen wir erstmal wieder kratzen. Oder wir segeln elegant in die Freiheit. Und da sehe ich doch schon was bläulich leuchten. Sehe ich da recht? Ich denke schon. Ein Eispyromagus. Aber ihr beeindruckt mich schon länger nicht mehr. Da machen wir Folgendes. So. Wir holen ihn vom Himmel. Stürzt er ab? Nee, ich glaube, die stürzt nicht ab. Dann eben so. Das war auch ganz schön unhöflich. Ich meine, wir haben ihr einen Bombenpfeil quasi unter den Rock geschossen. Aber warte mal. Ach so, ich muss den Anfang finden. Ich glaube, hier sollen wir eine Schildschlitter-Action hinlegen. Beziehungsweise, wir müssen nicht zwingend von der Aufgabenstellung her, aber es wird nicht anders zu bewältigen sein, da wir hier ja nicht unbegrenzt viel Zeit haben. Aber das scheint wohl der Anfang zu sein. Oder haben wir hier in der Ferne noch einen? Nee, aber ich denke, das sollte der Anfang sein. So. Also, nee. Das ging. Moment, wie komme ich aufs Schild? Sekunde mal. Das ging nochmal wie? Pausenmenü wegstecken. Module. Ah, das wird mir leider nicht gesagt. Wie das ging. Aber anders geht's nicht, oder? Was, in die Richtung? Hä? Ach so. Nee, das geht anders leider nicht. So, jetzt haben wir's. Jetzt bin ich irgendwie wieder runter? Ach, keine Ahnung. Aber nein. Wir müssen leider nochmal von vorne anfangen. Aber warte mal, das verstehe ich nicht. Ich habe doch da in der Ferne was gesehen. Da hinten. Aber wohl doch nicht. So. Ich will aufs Schild. Nicht auf das Verkehrsschild, sondern auf den Schild will ich drauf. Aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Nee, so nicht. So. Nee. Und einen Blutmond haben wir auch noch. Na, das passt ja. Tesla kommt hier nicht her, oder? Die kommt... Ah, na dann können wir uns doch noch helfen. Dann machen wir es ein wenig anders, als es gedacht ist, aber... Ich bin ja der König der individuellen Lösungsansätzen. Sagen wir mal, der exotisch ungewöhnlichen. Ja, ist in Ordnung. Ja. Keine Novelle und nichts Neues. So, ein eisiger Ritt. Das sollten wir hinkriegen. Oh. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Oh weh, oh wei. Das wird knapp. Link, renn, 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 renn. Link, 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 link. Renn, 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 renn. Jawolski. Und jetzt hier. Nee. Nee, nee, nee. Ich fürchte, das wird nix. Ah, nee. Oder? Komm schon. Ganz knapp ist es uns dahin gestorben vor unserer Nase. Ohne Schildschlittern kann man es nicht machen. Jetzt geht's, aber wieso stecke ich das immer wieder zurück? Warte. Mit. So nicht. Doch.
Ach, mit X. Richtig, ich erinnere mich wieder. Also Schild raus. Und X. Aber jetzt irgendwie geht's nicht mehr. Doch. Und A brauchen wir auch noch. Ich verstehe. Okay, jetzt haben wir es ja. Mir war kurz die Tastenkombination entfallen. Jetzt habe ich sie wieder im Sinn, griffbereit. Und so machen wir es einfach nochmal. Es wäre auch mit Pferd gegangen, wenn da nicht die Schlucht wäre. Denn Tesla kann so einiges. Sie ist bekanntlich ein echtes Wundertier, aber fliegen, das kann sie noch nicht. Vielleicht kann ihr Marlon da noch irgendwelche übersinnlichen Kräfte verleihen, aber so von der Natur hat sie keine entsprechende Fähigkeit geschenkt bekommen. Und so müssen wir eben das gute alte Schild, den guten alten Schild bemühen. So. Also. Regenerationes und dann. Legen wir. Hallo? Hallo? Keine Luftfeinde wollen wir bekämpfen. Wieso geht's denn jetzt nicht mehr? Jetzt geht's wieder. So. Jetzt haben wir's. Denn dann können wir hier im Prinzip genau den hier machen. Stylisch. Und hier weiter. Wundervoll. Ja, Tesla, da staunst du was. Ich fürchte, da kannst du nicht mithalten. Musst du aber auch gar nicht. Das ist nicht dein Job. Das ist cool. Jetzt läuft der Hase. Oh Mist. Oh Hilfe. Ich komme nicht mehr jetzt. Oh, zum Glück. Ich dachte, das war's. Aber zum Glück war dem nicht so. Ich muss nur auch immer durch können. Jetzt versperrt man hier den Weg mir. So war es aber auch. Und durch, 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 Link. So. Und jetzt. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das Ziel. Das Ziel. Link, 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 Link. Das haben wir. Ein Glück. Eine Steißlage. Wirklich. Aber wir haben es geschafft. Sehr cool. Den aktivieren wir. Den Kihatosa-Schrein. Der ist markiert. Für die nächste Folge. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.